Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Mexikanische Woche nicht erwähnt ist, das heißt, was fehlt? Ein Chili. Chili con carne, sozusagen das Standard mexikanische Gericht. Ich versuche es im Topf zu machen, aber es hat gerade angefangen zu schütten wie aus Eimern. Ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten und dann gucke ich mal, ob ich es in der Küche mache oder dann doch auf dem Grill. Was brauche ich dafür alles? Sellerie, Peperoni, Möhren, Paprika in allen möglichen Farben, Zwiebeln, Sambal, Knoblauch, Thymian, Tomaten und Kidneybohnen. Ich habe hier auch noch von meiner Guacamole sozusagen die Grundwürzung, sprich Zwiebeln, Paprika und ähnliches, also alles, was hier so grob liegt. Das heißt, ich werde es mit in diese Masse reintun, weil wegschmeißen muss nicht sein. Und dann schauen wir, was draus wird. Viel Spaß dabei. So, jetzt muss das Gemüse grob gehackt und erstmal geschält und dann grob gehackt werden. Falls ich euch das überhaupt zeige, ist es dann im Schnelldurchlauf. Schnippelarbeiten sind fertig. Es schüttet draußen wie aus Eimern. Ich habe es ja schon fast vermutet. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt trotzdem in der Küche machen. Ihr könnt alles im Dutch Oven machen. Ich werde es jetzt in der Küche machen. Das tut mir leid. So, dann schnappen wir uns den großen Topf. Wir können ihn schon mal anschalten. Volle Kanne. Bisschen Öl und Butterschmalz da rein. Das Ganze lassen wir gerade heiß werden. Dann kommt das Hack da rein. Das braten wir jetzt krümelig an. Wenn es fast ganz durch ist, nehmen wir uns die Zwiebeln und den Knoblauch. Und ich habe hier noch die Restmasse vom Guacamole. Das sind ja auch Zwiebeln, Paprika, Knoblauch. Die machen wir da auch mit rein. Nichts verschwenden. Wenn alles etwas glasig geworden ist, geben wir hier unseren Mix aus Paprika, Sellerie und Möhre hinzu. Jetzt ist der Moment erreicht, wo ich sagen muss, mein Topf wäre auch zu klein gewesen. Zumindest so lange, bis alles klein gekocht wäre. Ich brauche einen FD12. Dann nehmen wir uns die ganzen Tomaten hier aus der Dose. Dann nimmt sich ein älteres Messer. Das hier ist zum Beispiel so ein richtiges Billo-Messer. Und geht da einfach nur grob
durch und verwandelt die ganzen Tomaten in grobstückige Tomaten. Das geht dann nachher beim Verkochen, wird es einfacher. Das reicht schon. Gucken wir nochmal hier in den Topf. So, also jetzt ist es ja kein Topf, jetzt ist es ja ein Topf. Dann nehmen wir uns die Tomaten, die wir ja gerade gestückelt haben, und geben sie damit rein. Inklusive Saft, der wird gebraucht. Dann nehmen wir uns einen Esslöffel Sambal, zack, Teelöffel Sambal. Der Schärfer mag dann gerne mehr reintun, aber dadurch, dass die Grundmasse von der, nicht, von dem kleingehackten Zeug, von der Guacamole, die ich eben schon reingepackt habe, auch schon Chili enthält, bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nachgewürzt hat man das relativ zügig. Salz. Da darf ruhig ordentlich was dran. Da nehme ich jetzt nicht den aus der Mühle, weil ich mir dann einen Wolf mühlen würde. Einfach Pfeffer dran. Und gut ist. Dann brauche ich Thymian. Auf den Topf eine gute Handvoll. Na, ich glaube, da kann sogar noch mehr. Schön über den Boden rühren, damit da nichts ansetzt. Man würde es gar nicht verhindern können bei der Masse und bei der Hitze, die gerade da drin ist. Aber muss ja nicht mehr als sein muss. Wenn ihr euch jetzt wundert, da sind doch noch gar keine Kidneybohnen dran. Ja, das ist korrekt. Die Kidneybohnen kommen ziemlich zum Schluss, sprich Viertelstunde, 20 Minuten, bevor es ans Servieren geht, werden die mit reingemacht. Weil die würden sich jetzt über die Zeit, die das Ganze hier schmort, in Luft auflösen sozusagen, beziehungsweise die werden richtig breiig, man hat danach noch die Hülsen von den Kidneybohnen da drin, ansonsten nichts mehr. Wollen wir nicht, wir wollen ja ein Chili mit Bohnen haben. Das heißt, jetzt lassen wir das Ganze mal so 2, 3, 4 Stunden köcheln, schmoren und dann, wie gesagt, probieren wir nachher mal aus, wie es schmeckt, würzen im Zweifel nochmal nach, dann kommen die Kidneybohnen, dann lässt man das Ganze nochmal so 20 Minuten ziehen. Und dann kann gegessen werden. So, mal wieder ein Kamera-Fauxpas. Also, ich habe jetzt 6 Dosen Kidneybohnen reingetan. Den Saft habe ich vorher abgegossen. Das Ganze lasse ich jetzt nach Viertelstunde, 20 Minuten ziehen. Dann sollte es fertig sein. Dann sind die Gäste noch nicht da. Das heißt, das bleibt dann im warmen Topf. Also insofern, es ist auf jeden Fall fertig, wenn die Gäste da sind. Ich habe die Soße probiert. Die war super. Ich werde es jetzt gleich mit Kidneybohnen nochmal zusammen probieren. Weil die nehmen ja immer noch mal ein bisschen vom Geschmack raus. Klar, Bohnen halt sind ein bisschen mehlig. So Prinzip, oder Kidneybohnen, die sind halt ein bisschen mehlig. Ich lasse mich überraschen, was das wird. Aber ich bin davon überzeugt, das ist schon gar nicht so schlecht. So, ein kleines Tellerchen fertig gemacht. Hey Leute, ja, super geworden. Also vielen Dank nochmal an den Patrick Letto, der hat mir nämlich das Rezept gegeben. Das ganze Ding ist super. Das Gemüse harmoniert richtig zusammen mit den Gewürzen, die da drin sind. Leichte Schärfe im Hintergrund, aber erst ganz spät. Super. Und wie gesagt, ich bin wirklich kein Freund von scharf. Insofern, diejenigen, die es zu scharf ist, für die stelle ich noch ein bisschen Creme Fraiche da vorne hin. Wir können das Ganze noch ein bisschen abmildern. Aber ich bin total begeistert. Also, nachmachen ist empfohlen. Wenn ihr es nachgemacht habt oder euch das Video angeguckt habt und es hat euch gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da, einen wohlwollenden Kommentar oder sagt mir, was euch nicht gefallen hat, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Macht's gut!